Sodala, jetzt geht's gleich ab in die Ordination. Heute behandeln wir keine Patienten, sondern heute werden wir intensiv forschen. Vielleicht weißt du ja, die Ordination bei uns ist nicht nur eine normale Ordination, sondern wir sind auch ein Forschungszentrum und forschen immer wieder im Bereich der Schmerzen, ja, erstellen Therapiepläne etc. Heute wollen wir aber anhand von bestimmten Geräten nochmal nachmessen, was sich eigentlich im Körper tut, nachdem wir unsere Patienten behandeln. Tatsache ist, dass rund 75-80% aller Patienten, nachdem sie von der Behandlungsliege aufstehen, deutlich schmerzarmer sind oder keine Schmerzen mehr haben. Und wir wissen an sich, was passiert im Körper, aber wir wollen das Ganze nochmal nachmessen, nochmal genauer analysieren. Ich freue mich irrsinnig, gemeinsam mit Dr. Ritter dieses Gebiet zu betreten und zu erforschen. Und ja, bleib auch du schön neugierig, weck den Forscher in dir, denn wir alle haben doch das in uns, ne? Diese Neugierde, diesen Forscherdrang. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie von der Kindheit mitbekommen. Manche verlernen das ein bisschen, aber das dürfen wir wieder wecken. Jedenfalls wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bleib immer schön neugierig.